große Pflanzaktion für den FCA-Wald. Und die ganze FCA-Familie macht mit. Die ersten 5000 Bäume werden hier zwischen Singold und Wertach nicht weit weg von der WWK-Arena gepflanzt. Der FCA-Wald, ein Teil der Vereinsstrategie für gesellschaftliches Engagement. Wir wollen mit dem FCA-Wald ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und dem Klimawandel ein Stück weit entgegentreten. Und es ist toll, hier im Rahmen der FCA-Familie zusammenzukommen und Fans, Gremienvertreter, Spieler, Trainer, Verein zu sehen, wie sie Bäume pflanzen für unsere eigene Zukunft. Der FCA nimmt das Thema Nachhaltigkeit ernst. Der neue Wald, ein Symbol für einen Anfang auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Weil wir uns in Augsburg unheimlich wohlfühlen und natürlich auch überlegen, wie können wir unseren Beitrag leisten zu den Problemen, die einfach da sind in der Welt und auch in der Stadt Augsburg. Und es geht eben um Nachhaltigkeit, das wird ja von jedem immer wieder betont. Und darüber zu sprechen ist das eine, aber eben auch aktiv zu werden und mit Projekten das zu untermauern, das andere. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Auch die Augsburger Oberbürgermeisterin ist Feuer und Flamme. Als Stadt Augsburg haben wir sehr gerne dazu beigetragen, dass wir eine Fläche gesucht haben. Unsere Forstverwaltung hilft ja jetzt auch beim Pflanzen und dann beim Hegen und Pflegen des Waldes. Und das finde ich ein super Gemeinschaftsprojekt und zeigt einfach auch, dass FCA und die Stadt wirklich auch Hand in Hand bei vielen Sachen gehen und dass wir, glaube ich, aufeinander auch ziemlich stolz sind. Auch FCA-Profis und Trainer sind heute dabei, pflanzen fleißig Bäume. Die Mannschaft hat selbst Bäume gespendet und freut sich über diese Aktion des Vereins. Ja, super Aktion. Ich finde, dass es unsere Verantwortung auch ist, da für Augsburg was zu tun. Und so ein Wald ist, finde ich, eine super Idee und für die Nachhaltigkeit extrem wichtig. Die Schwierigkeit ist ja, das Loch zu machen eigentlich. Und dann, meiner ist ein bisschen schief geworden, muss ich sagen. Aber gut, nicht jeder Baum wächst gerade. Das ist das erste Mal für mich. Aber ich bin immer froh, was Neues zu lernen. Ist nicht so einfach, aber es ist eine tolle Sache. Wir haben schönes Wetter. Es macht Spaß. Ja, ist mal was anderes, gell, als was wir täglich machen. Aber ja, ich denke, es ist eine schöne Aktion von dem Verein, von der Stadt. Und so zusammen mit den Kindern macht schon Spaß. Ich komme aus Finnland und da habe ich auch schon viele Walden. Und das ist immer schön. Und das Thema Klima ist wichtig für uns und das ist auch so die nächste Generation auch sehr wichtig. Also alles, was wir dafür helfen können, ist schon immer gut. Viele fleißige Hände, die ersten Bäume mit viel Liebe pflanzen. 20.000 sollen es einmal werden. Gepflanzt werden Flatterulmen, doch das ist erst der Anfang. Wir versuchen einen Mischwald, einen laubbetonten Mischwald zu erzeugen, zu pflanzen. Und es sind deswegen Ulmen, weil wir da nicht nach einfach Gutdünken irgendwie die Bäume wählen, sondern nach dem Standort. Ja. Der Standort ist eine Kombination aus Lage, Klima und Boden. Und das haben wir alles analysiert und haben uns da viele Gedanken gemacht. Und deswegen sind wir hier jetzt im Eingangsbereich auf die Ulmen gekommen. Eine Investition in die Zukunft. Denn eines Tages wird aus den vielen kleinen Bäumen ein richtig großer Wald entstehen, der FC Augsburg-Wald.